Sherlock Holmes, Chapter 1. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von Sherlock Holmes, Chapter 1. Ja, lange Zeit habe ich mir überlegt, ob ich dieses Let's Play jetzt schon machen soll, weil man ja von den anderen Sherlock Holmes Spielen eigentlich gewohnt ist, dass das Ganze auf Deutsch gemacht worden ist. Hier ist es leider nicht so. Hier ist es leider nur so, dass die Sprache auf Englisch ist und es deutsche Untertitel gibt. Es gibt einen ganz dicken Abzug natürlich in der B-Note, aber dennoch möchte ich euch das Spiel nicht vorenthalten und deswegen, ja, starten wir mal ein neues Spiel. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. So, willkommen im Spiel. Benutze L zum Bewegen und drücke A zum Interagieren. Das ist ja nichts Neues. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ja, wahrlich ein riesiger Garten, in dem man sich quasi nicht wirklich bewegen kann. Kann ich auch laufen? Welcome ja, to perfekt. Palazzo de Lusso, sir. Guten Tag. Hallo? If you need something, sir, please inquire at reception. Okay, mach mal. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? Ah, okay. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Hat jetzt hier hingezeigt? Nee, das ist nur ein Saal, oder? Obwohl, da geht's auch hoch. 221 hat gesagt, ne? Lass mal rechts gucken. 223, 222. Ah, weg da, das ist unser Raum. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Na toll. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Das hört sich eklig an. Let's check what they have on offer. Ja, ist okay. Dann gehen wir halt wohin auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ja ein riesiges Minus gab, in dem es diesmal keine Sprachausgabe gab, muss ich sagen, sieht die Grafik so gar nicht schlecht aus. Ist natürlich jetzt keine High-End-Grafik, aber doch ist sehr schön anzusehen. Ist das der Fisch hier? Sieht so ein bisschen eklig aus. Hey, Sherry. Just our luck. Muss ich mit dir reden? If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Batch. Our poached eggs with Hollandaise sauce. Okay, das hört sich jetzt noch ekelhafter an. Das sind aber wahrscheinlich diese Dinger, die hier unten drauf liegen. Moment, muss ich jetzt mit dir erstmal sprechen? Du hast mich doch gerade gerufen. Hey, Sherry, just our luck. Was denn? Das Medium?
A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici's conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some and I'll find us a table. I'm starving. Okay. Das heißt, ich soll das jetzt holen hier, oder? Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Ja, darf ich mich dann auch bewegen? Also er stand gerade hier und sitzt jetzt da hinten, okay? Sherry, I'm over here with my... Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Okay. Gedrückt halten zum Inspizieren. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Okay. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Okay. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Es würde mir dabei aber vermutlich besser gehen, wenn der Typ mir nicht die ganze Zeit ins Gesicht hauchen würde. Sherlock kann Passanten zu Hinweisen fragen. Öffne mit der Taste die Fallmappe, hefte mit X einen relevanten Hinweis an und sprich mit jemandem. Versuch's nun mit dem Gehstock. Okay. Fallmappe habe ich hier. Achso, der gefundene Gehstock. Zack. Dieser Gehstock gehört einem englischen Adligen. Ich könnte die anderen Gäste fragen, wer von uns an diesem Tisch gesessen hat. Jo. Excuse me, just one question. Friend, you're lucky there is something I know about this. Vor uns saßen drei Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist. Aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Okay. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Drücke RB, um
in den Konzentrationsmodus zu wechseln und so Details über dein Ziel zu offenbaren. Vergiss nicht vorher den dafür relevanten Hinweis, ja gut, der ist drin, anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Okay. Also, wir sollen auf jeden Fall erstmal in den Vorgarten gehen. Ich nehme mal an, dass sie den hier meinen. Mit RB. Nee. Ach so, RB. Ach. Deutscher Abenteurer, wohlgesonnen, leidet an einer Lungenkrankheit. Italienischer Künstler, freundlich, auf dem rechten Ohr taub. Ja, italienischer Bankangestellter, aufgeschlossen. Pensionierter Offizier. Ehemaliger Marineoffizier. Gibt es hier noch einen in der Art? Ich vermute mal nicht, ne? Na komm. Hallo. Nee. Also gehe ich mal stark davon aus, dass er das dann ist. Komme ich hier auch wieder raus? Ah, so, okay. May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. So, der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Tolles Deutsch. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich der Seance des Mediums aufgemacht hatten. So. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Hey, okay. Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the Seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Okay. Das war hier rum, ne? Hier ist das Bild. Das heißt, das ist entweder oben... Moment, da stellt er sich in die Ecke. Ah, okay, das sieht mir doch sehr nach einer Seance aus hier. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Oder auch nicht. Ist sie dann hinter der Tür? This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered truepenny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Okay, kann ich... Achso, mit dem rechten. Geschwollene, gerötete Haut. Reich und modebewusst. Trägt keinen Ehering. Moment. Schlug vor kurzem jemanden. Ja, das haben wir ja selber mitbekommen. Man kann auch nicht... Nee, man kann auch nicht aussuchen. Ich glaube, ein Teil davor war das. Da konnte man ja selber aussuchen, welches von den zwei Schlussfolgerungen man haben wollte. Ausgehend von Wappen auf dem Siegerring und auf dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein gelangweilter, reicher Adliger aus England, der ganz Europa bereist und dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Seinen aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nachzuurteilen, hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein. Da er ständig betrunken ist, hat er Probleme, sein Temperament zu zügeln. Seine ledierten Fingerknöchel legen den Schluss nahe, dass er vor kurzem mindestens eine Person heftig verprügelt hat. Die mangelnde Kontrolle über seine Wut sowie seine Alkoholprobleme und Launenhaftigkeit bergen ein hohes Gewaltpotenzial. Ja, das beschreibt ihn ziemlich gut. Was haben wir hier noch? Ausgehend vom Wappen... Kurorte aufsuchen, um seine kranke Leber auszukurieren.
alkoholische Getränke, seine dedierten Fingerknöchel lassen den Schluss zu, dass er Boxunterricht nimmt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir haben ja gesehen, dass er den Typen geschlagen hat, also vermute ich mal, er ist der gelangweilte englische Adelige. Achso, gedrückt halten. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine, give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the seance, but what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Okay. Drücke LB, um interaktive Elemente der Spielewelt in deiner Nähe hervorzuheben. Diese Funktion hat eine Abklingzeit zur Folge und kann erst danach wieder genutzt werden. Ah, okay. Sehen wir uns erstmal um. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. Naja. Thank you for helping us resolve the situation, sir. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Okay. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Jetzt konnte ich nur die Hälfte lesen. Sorry, aber es sah gerade so geil aus, wie der geguckt hat und dann auf einmal die Gitarre hat fallen lassen. Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Okay. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Okay, falls er das wirklich nicht mal
Was this covered on purpose? Hoffe ich. Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Also Geister zu entzürnen, weil ein Spiegel nicht abgedeckt ist, ist natürlich völliger Blödsinn. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Eben. Was soll daran jetzt Leute mit Angstzuständen Angst machen? Das verstehe ich nicht. Das sind doch nur ein paar Schädel, die hier liegen. Ziemlich gut erhalten oder halt eben nachgemachte. Viele Elixiere oder so unten drunter. Naja, gut, ein Dolch, also eine Tame oder was auch immer ist da noch. Und ein Hexenbuch. Und mehr kann ich jetzt hier gerade nicht sehen. Hier war da noch was. Im Konzentrationsmodus nimmst du die eher unscheinbaren Details in deiner Umgebung wahr. Drücke RB, wenn du einen weißen Kreis siehst, um das entsprechende Element der Spielerwelt genau in Augenschein zu nehmen. Okay, den Kreis meinen die wahrscheinlich. Ich kann doch nach oben. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Genau. Können wir hier noch mehr ansehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Komme ich hier? Hallo? Ah, okay. Ich muss die gleiche Taste nochmal drücken, um wieder rauszukommen. Was haben wir denn noch? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm? The ghost was here, Sherry. Ja. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Naja. Neuer Hinweis für Gedankenspiele wegen der Motte? Echt jetzt? Was ist das denn? Wer hat denn hier mit Kleister oder Schleim oder was auf dem Boden rumgemalt? Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Larranaga cigar. What else does a gentleman need? Okay. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Du hast genügend Hinweise gefunden, um zu Schlussfolgern. Öffne die Fallmappe und navigiere zum Punkt Gedankenspiel. Im folgenden Bildschirm kannst du erhaltene Hinweise paarweise zusammensetzen und so Schlussfolgerungen herleiten. Gedankenspiele. Achso, das sind beide Fälle, die ich habe, nehme ich mal an. Okay, Lady Craven deutete über den Tisch auf etwas und begann zu schreien. Als Lord Craven den Diamantenstall bemerkte, schlug er dem Medium ins Gesicht. Ja, das stimmt. Das Medium Luca Galici ist im Besitz einer Brosche mit einem Mottenmotiv. Das ist ganz toll. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster. Kann man das denn irgendwie kombinieren? Das und das? Anzeigen? Lady Craven deutete zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Okay. Und nun? Kann ich die beiden noch kombinieren? Nee, oder? Macht das irgendeinen Sinn? Nö, kann ich auch nicht. Okay, dann... There may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Essengeist? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt irgendwie zu dem Fenster? Kann ich mit dir nochmal sprechen? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Kann ich mit dir nochmal sprechen? I didn't take the diamond, I swear. Ja, das ist ganz toll. Ach so, Moment. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Ja. Really, Sherry? Poor thing. Sensibel sind wir wirklich. Aber, hat der jetzt schon wieder die Gitarre in der Hand? aber sensibel heißt nicht gleich, dass man nicht stark ist. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ja, toll. Kann man eventuell durch die Tür durch? Ah, okay. Wo sind wir denn hier? Oh, Moment. Nee, wie war das? Die... Frischer Kratzer, feststeckende... Ich konnte es nicht lesen.
Uh-huh. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Wo kommt der denn jetzt im Moment? Der Tatort des Diebstahls bei der Sirhans. Ein Tisch für die Sirhans in der Mitte, eine Schale für den Diamanten, ein halbleeres Whiskyglas und die Überreste einer Zigarette am Platz unweit der Tür. Ein umgeschüttetes, kaputtes Weinglas, ein umgestoßener Stuhl. Lady Craven ist nicht vollständig bei Bewusstsein. Ja. Warum sollte ich das jetzt öffnen? Ach so, oder habe ich das die ganze Zeit schon hier drin gehabt? Nee, oder? Irgendwie ist der Typ komisch, ich weiß auch nicht. Abgesehen davon, dass der mir ziemlich ähnelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es seltsam, dass mit ihm keiner interagiert. This case gets more exciting by the minute. Als ob er selber irgendwie so der Geist ist, ich weiß auch nicht. Konzentrationsmuskelwechsel, damit die Spur sichtbar wird. Bleib stets im Suchbereich, damit Sherlock die Spur nicht verliert. Das heißt, ich habe es jetzt schon kaputt gemacht, nehme ich mal an, weil ich nicht in dem Bereich gewesen bin. Aber die Kratzer, von denen er gerade gesprochen hat, kann ich nicht sehen. Oder meinen die das damit? Nee, oder? Sollen das Spuren sein? Sind das Kratzer von den Schuhen? Da ist einer. Das würde aber darauf hindeuten, dass da... Nee, das ist alles nur hier. Ach, das sind Blütenblätter. Okay, wenn man nur da drin bleibt, dann ist das vielleicht doch nicht ganz so positiv. Mit dir kann ich nicht reden. Tatsächlich nicht. Komisch. Okay. Schauen wir mal hier. Was ist denn mit den Spuren? Okay. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, ne? Ob wir irgendwas finden. Was haben wir denn da? Aha. Size 4 with a broken heel. Okay. Kann ich hier nicht mitnehmen irgendwie? Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Ja, 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 ist okay. Dann nehme ich dich halt nicht mit, dann lege ich dich wieder zurück. Okay. Kann man denn nicht eventuell... Rose de Moor. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Rada. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Also ich kann mir wirklich nicht helfen, aber dieser Kerl, dieser ja, Holmes, sage ich mal, nicht Holmes, dieser Watson, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie ist er mir wirklich unheimlich. Der taucht immer wie aus dem Nichts auf, portet sich irgendwie durch die Zimmer und so. Ich weiß nicht, ob das so gemacht worden ist, einfach nur, oder ob das irgendwas andeuten soll. Das ist übrigens eine sehr schöne Nähmaschine da im Hintergrund. Ich würde jetzt aber mal sagen, bevor wir hier weitermachen mit dem Fall, weil das, ja, ich denke, dass es wohl noch ein bisschen länger dauert, bis der Fall hier beendet ist, würde ich sagen, dass wir hier erstmal eine kleine Pause machen. Wir wissen jetzt schon mal, dass es wahrscheinlich ein Dienstmädchen war, was dahinter steckt. Aber es ist halt ein sehr großes Hotel. Ja, und er pflichtet mir auch bei. Und es wird eine sehr lange Folge, beziehungsweise es ist schon eine sehr lange Folge. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen den Rest dieses Falls dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.